So, was geht ab? Aber nicht viel. Nicht viel? Nee. Nur das wollen wir jetzt mal loswerden, bevor es bei uns noch verstaubt. Ja, komplett. Da ist ja alles drin, komplett drin. Eine Sache fehlt, so ein ganz kleiner Plastikständer. Ach so, wo das Tablet reinkommt. Ja, die Ladestation von dem Ding, das ist alles da, dieser Ständer. Da gibt es nochmal so ein ganz kleines Plastikteil, wo der auch so nochmal steht. Den fehlt jetzt noch. Display sauber. Okay. Was ist dabei? Würde dir alles 120 Euro bringen? Passt das? Ja. Ja? Mario Maker ist halt auf der installiert. Ja. Okay. So, bitteschön, gell? Was sie? Und du hast was gefunden. Hast was gefunden? Nix. Guck mal da, das Minikissen. Hallo ihr lieben Zuschauer, herzlich willkommen auf Game Center VS. Ich bin der Crasho. Ja, ich moderiere hier die Folgen und zwar. Wir sind ein Videospiele-Fachgeschäft an und Verkauf seit 28 Jahren. Wir machen hier, wir kaufen, verkaufen, neu gebraucht, alles Mögliche. Und ihr könnt jetzt hier live in den Folgen sehen, wie wir Sachen kaufen, den Leuten Geld geben oder tauschen oder was verkaufen. Seid gespannt, es macht riesen Spaß. Riesengeile Community, riesengeile Supporter. Es macht mega Spaß. Und übrigens sind wir auch auf Twitch. Twitch kennt ihr, diese Stream-Plattform, da kann man live streamen, dann streamen wir hier aus unserem Studio täglich quasi, was wir so machen, Real Talk, dann was wir so kriegen, das seht ihr dann live da mit dabei. Leute haben immer mega Spaß in der Community und wir machen dort Auktionen, also ihr könnt dort Sachen ersteigern. Jede Woche Donnerstag Auktion, sonst auch am Wochenende ab 1 Euro, es wird alles versteigert, Merch. Zum Beispiel so Pokémon, Spiele, Dragon Ball, T-Shirts, da gibt es alles, Leute. Schaut rein, es macht riesen Spaß. Also viel Spaß mit der Folge, wir sehen uns. So. Jetzt hast du wieder was dabei. Genau, ich habe schon was gefunden zu Hause. Oh je. Mein Haupt, beziehungsweise die Hauptkonsole ist mal die Xbox 360. Ja. Die ist ziemlich am Arsch, also beziehungsweise die funktioniert noch voll. Das kann man mit zocken. Nur ziemlich am Arsch, aber funktioniert nicht voll. Das Einzige, was am Arsch ist, ist diese Ladeklappe. Wenn du die jetzt theoretisch, ich würde die dir einfach so geben, falls du Bock drauf hast, weil ich kann dafür kein Geld mehr nehmen. Okay. Wenn man die an Strom schließt, öffnet sich die Ladeklappe nicht. Dann muss man eventuell, also man kann es wahrscheinlich irgendwie reparieren oder man kann mit einer Kreditkarte so ein bisschen reinfahren und sich ein bisschen handlich rausziehen. Mhm. Dann kann man damit eigentlich voll gut zocken. Hast du darauf Bock, weil bevor ich sie wegschmeiße? Ja, klar, kannst du da lassen. Super. Freut mich. Dann habe ich hier noch ein Turtle Beach Headset. Ja. Neupreis 100 Euro. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür jetzt verlangen könnte. Also ist noch wirklich in einem guten Zustand. Turtle Beach Stealth 600. Ist für die neue Series X und S. Mhm. Wireless Gaming Headset. Ja. Ich habe heute Verpackung. Da ist noch was. Ja. Dann habe ich hier noch zwei SingStar-Mikrofone. Ja. Und noch die passenden PS3-Spiele. Noch ein paar andere. Passen. Oh, da können wir singen. SingStars, genau. Gran Turismo, hier nochmal ein SingStar. Nochmal so ein paar alte Spiele. Wolltest du was anderes mitnehmen, oder? Ja, genau. Ein paar PS2-Spiele. Ich bin jetzt auf dem PS2-Hype. Ja. Bei dem schönen Spiel fällt jetzt die. Gerade bei dem spielt das Cover. Turok US, das ist cool.
Hast du dir was überlegt, was du gern hättest für alles? Was, mit was du zufrieden wärst? Also bei den Stingster-Mikrofonen, bei den Spielen, habe ich ehrlich gesagt mir jetzt nichts überlegt. Mhm. Ich weiß so gar nicht, ich bin jetzt gar nicht informiert, für wie die eigentlich weggehen, die Stingster-Mikrofone. Sind auch noch ziemlich neu, aber... Ja gut, ich verkaufe es jetzt für 20, aber okay. Kommt davon. Okay. Bei dem Headset würde ich sagen, Neupreis 100 Euro. Es ist noch echt in gutem Zustand, allerdings ohne Verpackungen. Würde ich jetzt mal so auf... 65? 65? Nee, doch. 65 nicht? Ja. Okay. Weil du musst überlegen, wenn das ein 100er neu kostet, dann zahle ich wahrscheinlich... ich zahle die Steuer runter und ich muss ja auch was dran verdienen. Also ja. Dann bin ich ja beim Neupreis von mir halt. Ne? Netto-Neupreis. Okay. Ladekabel ist auch direkt dabei für das Headset. Also alles aus der Verpackung. Also nimmst du ja noch andere Sachen mit, oder? Ja, genau. Also 80 Euro ist ja alles. Okay, das geht voll klar. Ja? Ja, machen wir so. Machen wir so. Dann gehst du mal schauen, was du findest, gell? Nur für einen Tausch gedacht, oder? Eigentlich. Weil ich habe jetzt schon ein Klangbild dir gefunden, aber sonst hat jetzt keine guten P2-Spiele da für mich. Wird es theoretisch auch gehen, quasi das Spiel hier, ja. Plus die 80 Euro ausgezahlt, wird das gehen. Was, plus nochmal 80? Also abziehen. 68, genau. Ja, 68. Ah, okay, alles klar. Wenn es sein muss. Ja, das wäre cool. Hauptsache, du nimmst schon die letzte Kohle aus dem Haus. Ratchet and Clank. So, und dann kriegst du noch 68. Mein Jutebeutel nehme ich auch da wieder mit, oder ist das meiner? Ja, ja, nimm nur mit, alles. Nimm nur alles mit, Kollege. Die Leute nehmen immer gerne alles mit, aber es geht. 60, 60. So, dann haben wir 68 einmal für dich zurück. Ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Vergiss dein Handy nicht schon wieder, gell? Ja, ich versuch's mitzunehmen. Okay, alles klar. Ciao. Ciao. So, was hast du denn? Die willst du jetzt verkaufen oder tauschen oder? Tauschen, wenn es geht, ja. Also was anderes mitnehmen. Mhm. Ich komme halt auf 60 Euro. Ich würde dann Outriders mit, ich würde noch 10 Euro drauflegen. Ja, dann bringst du es mir gerade. So. Ich danke dir. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Ciao. So, einmal Call of Duty. Ja. Papa weiß Bescheid. So, 15. So, danke schön. Danke. Geht das so? Ja. Okay. Danke, mach's gut, ciao. War jetzt ein krasser Ankauf. Es kommt zum krassen Ankauf. Ich freue mich. Seid gespannt, Mann, Leute. Umdrehen. Wie war's wo? So, ich habe ein wenig mehr dabei. Ja. Hat sich ein bisschen was angesammelt über die Zeit. Okay. Das muss einfach weg jetzt. Länget. Okay. Einmal hier ein paar Dreamcast. Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen. Das ist ja, mach doch halt alles raus. Macht ja nichts. Raus, okay. Also ich glaube, die ist da, sind die Cases kaputt. Kommt denn hier überhaupt her? Intakt. Wo kommst du denn her?
Ich? Ja. Von der Grenze. Ich hast du noch. Ah. Ja, aus Bodensee. Nee, frag nur, weil die Leute überall herkommen aktuell. So, dann haben wir einmal M64 Spiele. Mhm. Nur die losen Module. Und ich habe noch ein paar OVPs, habe ich auch noch. Ja, die ganzen Dreamcast-Hüllen am Arsch. Das ist immer kacke da. Das war eine schlechte Erfindung. Ja, ja. Ja. Die waren echt nicht so toll. Die Dreamcast waren sich noch eine coole Konsole, aber. Ja, zum Scheitern verurteilt, gell, wenn man dann die Konkurrenz hat. Ja, du willst gar nicht alles verkaufen. Doch, doch. Ja, dann mach doch alles raus. Ja, ja, ich bin nur am gucken, dass du ich... Du bist ja vor, zurück, rein und raus, denkst du, was macht er denn jetzt, der Kerl hier? Ja, raus. Da fehlt das Hauptgame. Okay. Leider. War vom besten Spiel. Okay. Da fehlt, glaube ich, die Anleitung. Das ist kaputt. Dann noch ein paar neuere Games. Mhm. Und noch ein paar, sogar noch verschweißte. Okay. Ja, das wär's eigentlich. Ah, ab. Und Gameboy-Module haben wir auch noch. Ein paar. Und ich habe noch ein paar DVDs, die ich auch noch loswerden will. Okay. Tja, ja. Hast du da einen Kopf gemacht, was du für alles wolltest? Frage. Das hast du doch bestimmt ein bisschen ausgerechnet. Ich kenne ja, doch ich die Leute. Überschlagen, aber jetzt explizit. Der sagt deinen Überschlagungspreis. Das ist zwischen 500 und 600. Na gut. Glaube nicht, dass wir da ins Geschäft kommen. Nicht? Nein, mal die CDs allein schon aussehen. Also muss der Zustand natürlich schon perfekt sein. Ja klar, also wie gesagt, die Sachen sind da hier die ganzen schon, Höhlen kaputt. Ja, ja, die nehmen wir jetzt mal komplett raus, aber ich denke, es sind schon noch ein paar gute Sachen dabei auf jeden Fall. Schauen wir mal, wo die guten Sachen sind. Also bis jetzt habe ich noch keinen Mega-Kracher gesehen. Ja, ja, wie gesagt, also die Gamecube-Spiele sind jetzt nicht so... Ich glaube, ein, zwei gute Titel sind dabei. Die Zeldas vom Video sind auch echt gut. Keine Rede miteinander, oder? Ja, ja, jetzt gucken wir mal. Sammelst du selber, oder was? Ja, ja. Aber auch nicht mehr so wild. Auch nicht mehr so wild? Oh nee, das was ich früher hatte, habe ich jetzt auch. Ein paar VGAs habe ich noch. Echt? Ja. Schön. Aber schon ist ein tricky jetzt auch mit den VGAs, mit dem Verschicken und so. Aktuell mit Corona, es behindert halt alles ein bisschen verlängert. Okay. Zeitlich irgendwie so, ja.
geprüftes Auge. Geprüftes Auge. Ihr seht schon, wie es rattert. Ja gut, muss ja auch gucken, wo ich bleibe, weißt du? Ja, ja klar, natürlich. Das ist ja gerade das Spannende und das Interessante, oder? Das Handeln. Das Handeln? Ja, ich finde das interessant. Ich mache das gern. Also ja. Wahrscheinlich bist du auch Reseller. Nein, ich bin kein Reseller, um Gottes Willen. Ich habe einfach jetzt über Corona-Zeit so viel bei mir zu Hause angesammelt, dass ich das loswerden möchte. Ja, und dieses Online-Verkaufen ist natürlich auch immer stressig und hin und her fahren. Und boah, komm, was Paper Mario für ein Gamecube. Tolles Spiel. Mhm. Ich komme gerne hierher. Ja? Ja. Ach, du warst schon mal hier, oder was? Ja, schon ein bisschen länger her, letztes Jahr. Echt? Könnte ich weinen. Okay. Was ist Schmerzgrenze? Ich bin gerade mit der. Also 5,20 wäre so, dass ich auch noch was verdiene. 5,20 würde ich machen. Mhm. Das ist ein super Preis. Mhm. Ja. Also wie gesagt, da fehlt, also ja, ich will ehrlich zu dir sein, ja, ich möchte nicht sehen, dass du nachher irgendwie rausgehe und dann, hey, ja. Dann kriegst du gleich eine, Kollege. Ja, 5,20, ja. Ja gut, dann, weil du, ja, guck warte, mal. Warte, ja, ich. Ja, ja, klar. Alles gut, ja. Alles gut. Es ist nicht schlecht, also ich sag mal so, das Problem ist, da bin ich auch ehrlich, da sind 10 gute Sachen, die verkaufe ich auch gut und dafür habe ich wieder 30 andere rumliegen, die ich mit bezahle, wo ich nichts verdienen kann. Und die Gamecube-Spiele sind echt vom Zustand, da auch Pokémon, nichts gegen Pokémon. Ja, aber ich weiß, ja, ja, das ist halt, wie gesagt, ich habe ja, das Zelda ist jetzt noch okay, und das sind jetzt auch nichts, da, das... Wie gesagt, ja, wie gesagt, ich sag nicht, dass die Sachen im Top-Zustand sind. Weißt? Ja, ich will also, jetzt auch nicht meckern, aber wir kriegen so viel. Wichtig ist, dass man ehrlich bleibt miteinander. Dass genau. Ja, okay, 5,20. Weil jeder andere hätte jetzt maximal 400 gekriegt, also da bin ich auch ehrlich. Oh, ist das ein Sympathiebonus, ja. Ich weiß halt schon ein bisschen, was du auch weißt, was sage ich. Ja, aber wie gesagt, also ich muss jetzt auch erstmal 520 rausholen, dann muss ich das ja versteuern, also brauche ich einen ganz anderen Umsatz. Also, wie gesagt, das ist nicht wenig Geld. Okay, gut, Deal. Ja? Okay, bin ich zufrieden. Alles klar, Deal. Ja. Yeah. Deal. Ich hoffe, du kriegst es so gut los. Ja, wenn schnell. Nicht, du dann, ich weiß ja, wo du wohnst. Ja. Dann kommen wir wieder nach Hause. Nee, alles gut. So, 110, 4,50, 4,90. Die sind cool für. Da sind noch echt Klassiker dabei. Na gut, im digitalen Zeit. Nein, du musst kurz warten, dürfen nur zwei Leute rein. Ihr müsst kurz draußen warten. 100, 200, 400, 520. Okay, gell? Ich danke dir. So. Merci. Und viel Spaß damit. Und ja, mal schauen, was wir draußen machen. Ich hoffe, der Laden bleibt offen und ich hoffe, ihr könnt bald wieder richtig aufmachen. Und dann sieht man sich auch wieder. Und dann. Du, das läuft ganz gut so. Ich bin ja auf Twitch und Sommerhauptstore. Hab ich mal gesagt. Und lauter so Krimskrams von dem her. Verkaufst du da halt auch? Hast du wie eine Show, wo du dann verkaufst? Ja klar, also wir heben das dann in die Kamera und dann bieten die Leute. Also, nice. Also Auktionshaus nice, quasi. Nice. Immer so abends, meistens Donnerstag, Wochenende. Mega gut. Ja. Ein paar Bänge mit dir. Hast du noch zu Hause was? Hast du noch mehr daheim, oder was? Ja, ich habe mir eine VGA, aber die ich verkaufen will, aber ja. Was, vielleicht eine VGA? Eine VGA, ja. Was? Donkey Kong Country 3 für den Gameboy. Rating? 90, ja. Ja, guck da schon. Ja, klar, die bessere. Hast du auch welche da eigentlich VGAs? Nee, ich habe welche. Ich habe Spiele da zum Vorbereiten, wie Pokémon und so Sachen. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten habe ich jetzt welche weggeschickt. Ja. Aber 3 Monate dauert es, bis die wieder retto kommen. Ja, aber du kannst halt kannst auch wählen, gell? Ja, wenn es schneller geht, kostet es halt viel mehr. Ja, ich habe jetzt so. Also ich habe ja Zeit, weil das ist ja nicht so, dass es mich jetzt irgendwie. Ja, ja. Dass ich jetzt da. Das ist sofort Brauch, aber...
Ja, was zahlst du jetzt für so ein Game zum Einsenden? Ich habe jetzt ich habe eine ganze Kiste voll Sachen verschickt, die ich zu Hause habe. Ich habe jetzt um die 600 gezahlt. Nur fürs Graden halt, also das Veredeln. Das musst du dann beim Zoll noch anmelden und so. Schon ein bisschen tricky halt. Aber du zahlst ja nur den Zoll für die Veredelung, nicht? Ja, du zahlst schon auf die Veredelung, ja. Genau. Und musst du vor Kasse gehen oder wie läuft das? Boah, meine Schwester hat das abgewickelt. Ah, okay. Mir interessiert, du musst das ja wahrscheinlich im Voraus bezahlen und dann einschicken wahrscheinlich. Ja, ja klar, du musst vor Kasse leisten, ich denke schon, macht Sinn. Ja, macht Sinn, genau. Aber ja, jetzt mit Corona statt alles, das war alles verkündet. Ja. Was willst du machen? Also ich hoffe, die Sachen kommen wieder zurück und sind nicht halt kaputt oder so. Und dann veredelt oder was noch weniger wert. Ich hatte letztens einen im Chat, der hat mir erzählt, er hat es hingeschickt auf VGA und am Zoll haben sie dem Paket aufgeschlitzt und die Ware mit aufgeschlitzt. Ja, gut. Weißt du, wenn du Seal drin hast und dann mit seinem Messer und zieht dir dann, ich würde das halt anders einpacken. Ja, vor allem, ich würde es halt auch einfach ganz normal deklarieren. Weißt du, was ich meine? Dass du es halt schon vornherein anmeldest am Zoll. Ja. Und dann geht es schon durch. Aber ist halt auch, ja gut, aber auch wenn du eine VGA hast, du musst natürlich auch, was mich halt sehr interessiert, ist der Markt an sich. Weißt du, die Szene. So, was zahlen die Leute? Was bieten die Leute? Weißt du, was das ich meine? Sicher, gehst du auf eBay unter Verkauf. Ja, klar. Gut, aber ich denke, ich bin da auch ehrlich, das Ding wird in den Keller fallen. Ja. Weißt du, warum? Weil jetzt wird nicht mal gegradet, das, was cool alles. Ist. Ja, wird alles gegradet. Und der Markt wird dann übersättigt sein. Mhm. Und ich sage ja auch immer, das ist jetzt meine Meinung, das kann jeder sehen, wie er will. Ja? Wenn ich dieses Ding neu habe und das ist ein Tausender wert, das Game. Ja. Ich stelle sehen, also die VGA-Rating machen die, auf einmal ist das einmal 5.000 Euro. Mhm. Ja, was ist denn 5.000 Euro wert? Der Inhalt oder die Verpackung? Hat sich da mal jemand schon mal Gedanken drüber gemacht? Das ist ja zum Beispiel, nimm jetzt mal ein Pokémon Rote Edition. Früher war das Game geil. Ja. Jetzt geht es ja nur so, ich denke mal, so um die nostalgische Ansicht darauf, weißt du? So. Nostalgie, so man kennt es doch als Kindheit, man hat so die Emotions dafür, weißt du? Und ja, das ist dann schon so ein bisschen. Ich finde halt das Ganze drumherum sehr interessant, weißt du? Die Szene. Ja, klar, auf jeden Fall. Die Preise, die explodieren und so. Und die YouTuber, die das dann auch noch ein bisschen hochhalten, ist schon noch ein bisschen sehr interessant. Okay, also ich denke mal, da vorne noch Leute. Ja. Alles klar. Also, wir sehen uns. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ja, dein Schloss kannst du aber behalten. Was ist denn da los hier? Jo, was ist los? Was ist denn da los hier? Was bringst denn du da wieder? Xbox On Spiele. Meine. Deine. Nur eins ist mein. Willst du was anderes mitnehmen oder nur? Ja, wir gucken erstmal. Sag schon mal so ungefähr, wie viel man dürfe. Hab ich noch nicht mal gehört. Soll er kurz draußen warten? Ich mach ihm dann. Ja? Ja, er schon. Also wenn du tauschst zwischen 60 und 70 Euro. Okay. Oder Geld, 60 Euro, je nachdem. Ja, wir gucken da mal, ob du was da hast. Machst du heute wieder Sendung? Jo. Du freust dich immer noch, wer Ghost Woman ist, ne? Wer? Ghost Woman. Bist du das? Ja, ich. Ich bin Ghostlight. Du hast dich letztens gefreut, das ist Behind You Horror. Ey, bei denen bin ich über Twitch angemeldet. Ich wusste gar nicht, dass du Twitch machst. Guck dir dazu, oder? Ja, ich hab's nur durch YouTube gekriegt. Ich konnte die ganze Woche nicht googeln, weil. Ich hab's nur durch YouTube gekriegt. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt Sendungen machst. Ja, ich mach Sendungen. Ich find's geil. Das ist schon verrückte voll Leute hier. Voll die Chaote dabei. Hast du letztes Jahr rausgeschmissen? Ja. Sie hat mir's gezeigt. Ja. Immer. Ja, aber ist normal. Wo ich immer gucke. Der hat letztens, hat er gesagt, wer sich nicht benennt, geht raus. Ja, klar. So ist es. Bei dem darf auch nur ab 18 die Leute erschrecken. Mhm. Weil der macht Geisterdinger. Ah ja. Witcher und so Sachen. Ja, klar. Da war es auch nicht schlecht, aber den haben wir nur durch Zufall gesehen. Ja. Durch YouTube habe ich es gesehen. Okay. Da dachte ich, sag mal, den kennst du. Den kennst du doch, ja, die Fratze, ey. Okay, die Schwenninger auf Fratze. PSN, das bringt ja morgen. Hast du geguckt? Dann kriegst du recht dann ausbezahlt, oder? Boah, und 2 Millionen.
Mein schwer eingenommenes Geld muss ich wieder rausgeben. Du verdienst doch genug. Was verlangst du eigentlich für so ein Tier hier? Für so ein großes Viech? Okay. Oder versteigerst du die? Das wird alles versteigert. Geil, ich muss mal mitmachen. Wie läuft das denn? Erzähl mal, Chef. Kannst du dich anmelden bei WhatsApp, gell? Ja, aber wir kennen uns ja dann. Aber wenn du ja WhatsApp schreibst, nur ich bin hinter und dann holen die Leute es hier ab. Also ich habe viele von hier, die einfach ersteigern und dann das hier bezahlen beim Abholen. Ja, melde mich mal an mit meiner Nummer, da kenne ich da meine Handynummer. Das wird da immer eingeblendet und ja, dann schreibst du einfach. Dann schreibst du einfach. Okay, genau. Und mein Name und meine Adresse dann, ne? So sieht's aus, Klaus. 30. Aber bräuchte ja bei uns theoretisch ja nicht zu verschicken. Wir können das ja dann hier genau, abholen. Genau, ja. Darum sage ich ja, alle, die wo jetzt im Umkreis sind, die holen. Bezahle auch dann hier oder ja, direkt auch. Dann? Nein, direkt da. Ey, ja. Wenn cool. Du sagst, hey, ich möchte jetzt das Viech ersteigern, ja, ich komme da morgen, hol's ab, zahlst und dann ist die dann Sache. Dann melde ich mich mal. Mach's heute noch, gell, Stream. Heute Abend ist keine Auktion, wieder am Wochenende. Okay, heute Abend ist Burak-Puzzle. Ja, das will ich mal angucken. Der ist ja so geil, der Typ. Ja, der ist echt geil. Das ist so machen wir das. Alles perfekt. Okay. Wir sehen uns. Bye, bye. Ciao, Chef. Ciao, Chef. Yeah, Bro. Jetzt wär's es. Jetzt wär's es. Jetzt hast du mich überlebt. Ja, ciao. So, Herbe, jetzt was willst du mitnehmen? Achso, deine Tasse? Tasse und das Atmung. Okay, da hast du mir ein Angebot gemacht. Aber du hast gesehen, alles super, gell? Ja, passt. Ich hab da gestern. Ich hab nochmal ein Artbuch bekommen, aber da weiß ich nicht. Hast du auch eins bekommen? Und die Funny Cooking Toilette auch was weg. Aber er hat gesagt, er macht nur bei uns was rein. Nimm mal das auch gleich mit. Nimm mal das auch gleich. Ich schau gleich mit. Ja. Auch, also 40 und 25. Karte? Mit Karte. So, dann haben wir zweimal Artbook. Und 25 die Taste macht 65. 6, 5, 0. Hast du eine Tasche, oder? Ich habe meinen Rucksack dabei. Okay. So, vielen Dank. Danke dir. So, soll ich dir kurz helfen? Wollen nicht gleich die Ecke kaputt machen. Wo ist der Gang, gell? Diese Sackkappe da. So. Alles klar, danke dir. Ah, der Stein, das war meiner. Ach, schon wurscht. Lass, ich hab schon weggeschmissen. Tschüss. So. Da sind jetzt die jetzt hoffentlich nicht verkratzt, oder? Nein, nein, guck mal. Ja, wie gut neu. Gut, was? Guck mal vorher an, oder? Aha, ja. Ja, alles wunderbar. Okay, ja? Wenn irgendwas ist, kommst du trotzdem. Ja, keine ja. Frage. Ja. Dann sind wir bei 25 Euro, bitte. Okay. Dankeschön. Ja. Hast du eine kleine Tüte vielleicht? Danke dir. Okay. So. Einmal 60 Euro.
Ja, wir haben jetzt halt in den Auktionen auch brutal viel rausgehauen. Ich glaube, das von der Merch-Sachen, extrem bei dir. Da bin ich gerade neidisch. Ja, bei mir läuft gar nichts, oder bei uns, bei mir am Ronny. Ja, was machst du, oder? Wir sind, also bei mir ist ganz normales Streaming mit Spielen, weißt du? Ah, ach, du bist Streamer? Ja, ja. Ach so, jetzt, okay. Weil ich unter Ronny und Kollegen von uns, wir streamen ab und zu zusammen. Okay. So im Korb-Modus, weißt du? Okay. Ja, da muss man halt auch, ja. Ja, da brauchst du halt Kampfgeist, du brauchst Durchsetzungsvermögen. So Leute, vielen herzlichen Dank nochmal für alles an dieser Stelle. Echt, ihr seid so geil. Vielen Dank fürs Anschauen, weil wenn ihr mich jetzt seht, dann habt ihr die Folge komplett angeschaut. Wie gesagt, ich danke euch recht herzlich. Im Namen des Game Centers, der Familie, der Crasho, alle danken euch. Ihr seid echt geil, Leute. Ich freue mich, es kommen wieder neue Folgen. Burak-Folge kommt. Wow, Leute, die wird geil. Also, ja. Dann schönen Feierabend, wir sehen uns bis die Tage im Livestream jeden Tag. Also euer Crasho. Ciao, ciao.